Guten Abend. Wissensort Museum. Heute die letzte der Veranstaltungen in der Ringvorlesung mit ganz viel Prominenz. Ich kann gar nicht alle begrüßen, aber es sind wichtige Vertreterinnen und Vertreter der Stadt da. Die Sparkasse Göttingen ist da in Form von Herrn Halt. Es sind viele Kolleginnen und Kollegen da, ist der Beirat da. Ja, ich bin begeistert. Allen ein ganz herzliches Willkommen. Und ich nehme das einfach als Zeichen dafür, dass nicht nur diese Vorlesung ein wirklich spannendes und hochinteressantes Gebiet der Wissensvermittlung aufgegriffen hat, sondern dass auch Sie alle Interesse haben an unserem großen Projekt, dem Forum Wissen. Denn heute ist das ja selbst das Thema. Ich habe in den letzten 5 Jahren, dass ich hier bin, extrem viel gelernt über museale und akademische Sammlungen, was man damit machen kann in Forschung und Lehre und wie wichtig es für die Öffentlichkeit ist. Insofern heute eben ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt, das Forum Wissen und die Perspektiven. Und bevor ich Ihnen die Redner vorstelle, vielleicht noch ein bisschen dazu, dass ja dieses Thema auch in das strategische Konzept der Universität aufgenommen wurde, ganz zu Beginn meiner Amtszeit, weil es eben so wichtig ist, Wissen in die Gesellschaft zu tragen und das eben mit dem, was wir an akademischen Sammlungen haben und in Form eines Forums. Wer allerdings schon länger in Göttingen lebt von Ihnen, der weiß, dass wir damit gar nicht die Ersten sind. Nicht die Ersten, die die Idee hatten, so etwas wie ein Forum Wissen einzurichten. Vor mehreren Jahren, und ich glaube, es sind relativ viele, hatte die Stadt schon ähnliche Pläne. Und noch viel länger davor, in den 80ern, hatten Bürgerinnen und Bürger die Idee, ein Haus der Wissenschaft oder ein Haus des Wissens einzurichten. Und was damit auch deutlich wird, ist, dass nicht nur die Universität, sondern auch die Göttingerinnen und Göttinger sind gespannt auf ein solches Projekt und möchten gerne ein Haus des Wissens oder, wie es jetzt heißt, ein Forum Wissen haben. Ich glaube, die Zeit ist reif. Und viele von Ihnen sind sicher schon über die ganze Vorlesung hier gewesen. Einige sind aber auch heute wegen des besonderen Anlasses gekommen. Und deswegen möchte ich auf eins hinweisen. Weil es eben schon so lange Gespräch ist, hat sich oder wird sich gerade ein Freundeskreis für das Forum Wissen gründen. Und einige von den Initiatorinnen und Initiatoren sind auch hier im Raum. Natürlich würden wir uns riesig freuen über weitere Unterstützer. Unterstützer, die sich eben für das Forum Wissen stark machen und uns, die Universität, unterstützen und um es zu verwirklichen. Die Gründungsveranstaltung des Freundeskreises wird am 3. April dort gegenüber in der alten Mensa sein. Und ich würde mich freuen, wenn der ein oder andere sich entschließen kann, sich dem Freundeskreis anzuschließen. Frau Trabert, die irgendwo hier im Raum ist, die kommt jetzt einmal hier ein bisschen nach vorne gelaufen, ist diejenige, die alles koordiniert. Und die hat auch ihren Plätzen Zettel verteilt. Da können Sie sich dann mit ihr kurz schließen, sodass Sie alle mal Frau Trabert gesehen haben. Jetzt ist vielleicht eins wichtig, bevor ich Ihnen die Rednerin und den Redner des heutigen Abends vorstelle. Ich habe heute noch eine tolle Veranstaltung, wo ich auch noch hin muss. Das ist ein bisschen ähnlich. Museum nicht, aber Alte Mensa. Die Alte Mensa, die für Sie demnächst auch als Veranstaltungsort sozusagen zur Verfügung stehen wird, wird heute im Anschluss, also um 19.15 Uhr eröffnet. Und wenn ich mich rausschleiche, dann ist das nicht, weil ich nicht weiter mit Ihnen diskutieren möchte, sondern weil dort drüben das um 19.15 Uhr eng getaktet anfängt. Und der ein oder andere von Ihnen möchte vielleicht auch drüben mal reinschauen. Es ist ein tolles Haus geworden und wir werden auch noch im April einen Tag der offenen oder des offenen Wilhelmsplatzes oder so machen, dass Sie dann auch noch mal reinschauen können, aber sonst auch gerne heute Abend. Jetzt aber endlich zu dem, was heute Abend hier
im Mittelpunkt stehen sollen. Das faszinierende Konzept, und ich bin wirklich fasziniert, das faszinierende Konzept des Forums. Vorstellen werden das Herr Bauer, der als Gast jetzt zuerst genannt wird. Ich weiß gar nicht, in welcher Reihenfolge Sie reden. Ein freier Kurator und Museumsberater, Gründer und Partner der Ausstellungsagentur Die Exponauten. Das hört sich ja schon ganz spannend an. Er hat Geschichte studiert, Politologie, empirische Kulturwissenschaften und Museumsstudien in Tübingen, Stuttgart und New York und beschäftigt sich auch wissenschaftlich mit dem Thema und hat eine Monographie zur Museumsanalyse geschrieben. Und last but not least ist eine Ausstellung von Ihnen, die ganz bald eröffnet wird, nämlich am 18. März, ganz in der Nähe, nämlich das Museum Friedland, wo Herr Bauer der Kurator ist. Also herzlich willkommen, Herr Bauer, und vielen Dank für die spannende Unterstützung in diesem Projekt. Und natürlich, und das ist eine Person, die Sie eigentlich wahrscheinlich viele von Ihnen kennen, Frau Dr. Allemeier, die nämlich seit 2013 die Direktorin der zentralen Kustodie hier an unserer Universität ist und eine ganz hervorragende Arbeit geleistet hat in der Koordination der Sammlung und Aufbau der Kustodie. Vorher, nicht weniger spannend, war sie die Geschäftsführerin der GSGG, also unserer sehr erfolgreichen geisteswissenschaftlichen Graduiertenschule, und hat damals schon langsam angefangen, das Konzept der Kustodie vorzubereiten. Und ich denke, Frau Allemeier, Sie haben viel für die Universität getan. Ich danke Ihnen ganz herzlich für alle Arbeit, die Sie reingesteckt haben. Ich danke Herrn Bauer für das wirklich extrem spannende Konzept. Und jetzt sind Sie dran. Sehr geehrte liebe Frau Beisiegel, ich danke Ihnen herzlich für die freundliche Einführung. Geehrte Mitglieder des Präsidiums, besonders lieber Herr Vizepräsident Lossau, liebe Mitglieder des universitätsinternen Beratungsgremiums und des externen wissenschaftlichen Beirats der zentralen Kustodie, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich freue mich wirklich sehr, dass unsere Ringvorlesung bis zum Schluss immer wieder das Interesse einer so großen Anzahl von Zuhörern und Zuhörerinnen wecken konnte. Ich möchte jetzt heute noch einmal einen besonderen Dank aussprechen an den Universitätsbund, der diese Ringvorlesung finanziell unterstützt hat und damit eigentlich auch erst ermöglicht hat. Und ich möchte mich bedanken für die äußerst anregenden Vorträge der 14 Referenten und Referentinnen, auch wenn die heute hier größtenteils nicht anwesend sind. Jetzt sind wir also selber dran, uns in diese Reihe zu stellen und Ihnen das Konzept des Forum Wissens vorzustellen. Wie auch unsere Vorredner werden Herr Bauer und ich Ihnen im Anschluss an unsere Präsentation gerne für Rückfragen zur Verfügung stehen. Wir haben anvisiert, um 7:15 hier die Veranstaltung zu beenden, damit die Mensa problemlos eröffnet werden kann. Wenn Sie aber noch deutlich mehr Diskussionsbedarf haben, können wir das auch durchaus noch weiter treiben. Unser Vortrag heute ist in drei Teile gegliedert. Zunächst werde ich Ihnen in sehr, sehr groben Strichen das Gesamtkonzept des Forum Wissen skizzieren. Die dann folgende Darstellung des Ausstellungskonzepts durch Joachim Bauer wird Ihnen sehr schnell deutlich machen, den Kern des Forum Wissens bildet die Ausstellung. Und die Ausstellung wird es auch sein, an die die Menschen in Zukunft wahrscheinlich an erster Stelle denken, wenn wir vom Forum Wissen sprechen. Ich werde Ihnen aber zunächst das große Ganze vorstellen, also die verschiedenen Komponenten, Stränge oder Säulen, die das Forum Wissen zu dem machen, was es sein soll, nämlich ein Haus, in dem Wissen geschaffen wird und gleichzeitig aber auch dieses Wissen schaffen sichtbar wird. Wie sieht nun der Hintergrund aus, vor dem das Projekt Forum Wissen steht? Unsere Universität wurde in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts im Geist der Aufklärung gegründet. Und diese Tradition des Aufbruchs und der Veränderung, dieser Tradition folgt sie bis heute. Wir verfügen über 36 akademische Sammlungen und insgesamt etwa 40.000 Menschen, die am Prozess des Wissensschaffens in irgendeiner Weise beteiligt sind. Das ist eine Ausgangslage,
die, wie wir glauben, ideal geeignet ist für ein Vorhaben wie das Forum Wissen, ein Vorhaben, mit dem wir ganz zweifellos Neuland betreten werden. Genau das, Neuland zu betreten, passt ausgesprochen gut zur Georgia Augusta, die, wenn ich das jetzt mal etwas plakativ ausdrücke, eigentlich schon immer modern war. Sie wurde gegründet durch Georg August Kurfürst von Braunschweig-Lüneburg, der, wie Sie alle wissen, gleichzeitig Georg II. König von Großbritannien und Irland war. Er schaffte sich hier im Königreich Hannover seine Universität der Aufklärung. Und ich möchte Ihnen kurz drei markante Charakteristika nennen, die diese Universität in ihrer Gründung oder Gründungsepoche ausmachte. Zum einen haben wir es hier an der Universität Göttingen mit einer Gleichberechtigung der Fakultäten zu tun. Das heißt, die Fakultät der Theologie war gleichgestellt mit den anderen Fakultäten. Das ist an älteren Universitäten nicht der Fall gewesen. Da hatte die Theologie ein Zensurrecht über die anderen Fakultäten. Ein sehr moderner Aspekt, also diese Gleichberechtigung der Fakultäten hier von Anfang an einzurichten. Ein zweites markantes Merkmal der Universität ist, dass man eine zentrale, fachübergreifende Bibliothek einrichtete. Das war auch deshalb sehr modern, weil bis dahin die Bücher in den Haushalten der Professoren sich befanden. Das heißt, die Professoren konnten auch darüber entscheiden, welchem Student sie Zugang zu welchen Büchern gewährten. Und das dritte Merkmal, das jetzt für uns besonders interessant ist, das ist die Einrichtung des Königlich-Akademischen Museums schon kurz nach der Gründung der Georg-August-Universität. Also 1773 wurde dieses Akademische Museum an der Universität Göttingen gegründet und wurde, also Sie sehen hier auf dem Bild die Bibliothek, den Innenraum der Bibliothek, und dort, wenn ich das jetzt hier aus der Perspektive richtig sehen kann, sehen Sie auch noch die Paulinerkirche, also die Bibliothek, und direkt in der Nachbarschaft dazu war das Akademische Museum untergebracht. Dieses Akademische Museum, ich denke, wir würden heute sagen, war ein Alleinstellungsmerkmal der Georg-August-Universität. So zumindest liest man es in dem von Georg Christoph Lichtenberg herausgegebenen Taschenkalender für das Jahr 1779. Dort ist zu lesen, Göttingen ist die erste Universität in Deutschland, vielleicht sogar in Europa, die mit einem eigentlich akademischen Museum ausgestattet wurde. Ob George hier tatsächlich vorschwebte, seiner Universität einen unique selling point zu verschaffen, möchte ich jetzt erstmal dahingestellt lassen. Aber in der Tat deutet sich in dieser Gründung ein Paradigmenwechsel an. Basierte Forschung bis dahin noch ausschließlich darauf, Texte zu lesen und bereits Gedachtes noch einmal neu oder weiterzudenken oder auch zu widerlegen, so setzt nun allmählich die Epoche der Empirie ein oder der Praxis, Dinge zu untersuchen, zu vermessen, ihnen auf den Grund zu gehen. Und genau dafür stand das Königlich Akademische Museum. Für unser Projekt Forum Wissen ist es ein wichtiger Referenzort. Nicht, weil wir das Alte wieder aufleben lassen wollen, wohl aber, weil in diesem Akademischen Museum etwas praktiziert wurde, das für uns heute wieder von großem Interesse ist. Nämlich empirisches Arbeiten, das nicht an Fächergrenzen endet. Im Königlich Akademischen Museum waren Objekte versammelt, die lediglich nach den damals gängigen Kategorien Naturgeschichte der Menschen, Tierreich, Pflanzen und Mineralien geordnet waren. Fächer, wie wir sie heute kennen, die Botanik, Zoologie, Geologie, Archäologie, gab es im 18. Jahrhundert noch nicht. Sie beginnen sich erst im Verlauf des 19. Jahrhunderts herauszubilden, und zwar oft auf Grundlage eben der akademischen Sammlungen. Diese gaben den Fächern ihr Profil und zum Teil überhaupt auch erst die Möglichkeit, sich von anderen Fächern abzugrenzen. Es ist gewissermaßen die Ironie der Geschichte, dass dieses eine Königlich-Akademische Museum um 1840 aufgelöst wurde, weil die Sammlungen zu umfangreich geworden waren und weil sie mittlerweile unterschiedlichen Fächern angehörten, die nun jeweils eigene Standorte bezogen. Ein solcher Standort wurde das 1877 eingeweihte Naturhistorische Museum an der Berliner Straße. Das Gebäude, in das in
2, 3 Jahren das Forum Wissen einziehen soll. Wir knüpfen damit in zweifacher Weise an eine Traditionslinie an. Zum einen schaffen wir erstmalig nach der Auflösung des Akademischen Museums 1840 wieder einen Ort, an dem Objekte aus verschiedenen Sammlungen zusammenkommen können, die im Verlauf der letzten 2 Jahrhunderte getrennt voneinander aufbewahrt und untersucht wurden. Zum anderen nutzen wir die alte Zoologie wieder zu dem Zweck, zu dem sie ursprünglich gebaut wurde, nämlich ein öffentlich zugängliches, wissenschaftliches Museum. Heute sind die Sammlungen auf dem Göttinger Campus auf insgesamt 30 Standorte verteilt. Das wird auch das Forum Wissen nicht ändern. Im Gegenteil ist die dezentrale Aufstellung der Sammlungen ein konstitutives Element unseres Sammlungskonzeptes. Denn dort in ihren jeweiligen Fächern und Instituten ist der Ort, an dem sie in erster Linie für die fachimmanente Forschung und Lehre eingesetzt werden. Und dies wollen wir nicht erschweren oder gar verhindern. Es ist vielmehr unser Ziel, diesen Einsatz innerhalb der Fächer noch weiter zu intensivieren. Denn schließlich sind viele der Sammlungen in aktuelle Forschungsprojekte eingebunden oder bilden eine noch unerschlossene Forschungsressource für zukünftige Fragen und Methoden. Andere Sammlungen sind unverzichtbare Kernelemente der akademischen Lehre. Darüber hinaus haben die Sammlungen aber noch eine weitere Bedeutung. Sie bezeugen den Prozess des Wissenschaffens. Sie pflastern gewissermaßen den Weg, den die Wissenschaft gegangen ist. Sie sind mal Meilensteine, mal Wendepunkte, mal markieren sie aber auch Irrwege der Wissenschaft. Herausragende Objekte, aber auch unscheinbare, sind Bestandteile des kulturellen und insbesondere des akademischen Erbes und sind Teil der Selbstrepräsentation der Universität. Frau Beisiegel hat es eben schon erwähnt, bereits im Zuge der Bewerbung in der letzten Exzellenzinitiative haben wir ein universitätsweites Gesamtkonzept entwickelt, das darauf ausgerichtet war, das vielfältige Potenzial, das in den Sammlungen steckt, zu erschließen und dazu anzuregen, sie noch intensiver als bisher in Forschung und Lehre zu nutzen, gleichzeitig aber auch die Öffentlichkeit stärker an diesen Schätzen der Universität teilhaben zu lassen. Sie wissen sicher noch, dass wir in der letzten Exzellenzinitiative kein Glück hatten, dass die Gutachter aber gerade diese Komponente unseres universitären Zukunftskonzepts als modellhaft und zukunftsweisend herausgehoben haben. Dieser positiven Begutachtung haben wir es unter anderem zu verdanken, dass uns das Land Niedersachsen Mittel zur Verfügung gestellt hat, um anzufangen. Anzufangen damit, unser universitätsweites Sammlungskonzept Stück für Stück umzusetzen. Das zukünftige Forum Wissen wird ein Ort und eine Institution sein, an dem die einzelnen Komponenten unseres Konzeptes miteinander verknüpft sind. Daher wird es ein Haus, das sich gleichermaßen an die Wissenschaft und an die Öffentlichkeit richtet. In Klammern gesagt, natürlich ist es längst klar, dass es diese dichotomische Unterscheidung zwischen der Wissenschaft auf der einen Seite und der Öffentlichkeit auf der anderen Seite ja gar nicht gibt. Und das hat Herr Krull auch in seinem Vortrag letzte Woche noch einmal deutlich gesagt. Es ist aber nach wie vor eine große Herausforderung, tatsächlich einen Ort zu schaffen, an dem diese Begegnung, an dem dieser Austausch wirklich stattfindet. Ein Ort, an dem Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen so sprechen, dass sie verstanden werden. Und zwar von Nichtwissenschaftlern, aber ebenso von Kollegen aus anderen Fächern. Einen Ort, an den Menschen aus der Uni gehen, um sich anregen zu lassen, der aber gleichermaßen von Menschen genutzt wird, die nichts mit der Uni zu tun haben. Einen Ort, an dem ich Einblicke in mir fremde Lebens-, Arbeits- oder auch Denkweisen bekommen kann, aber auch ein Ort, an dem ich die Relevanz der Wissenschaft für mein Leben erkenne und mich einmischen kann. Ein Ort also, an dem sich Wissenschaft zeigen, aber auch ausprobieren und zur Diskussion stellen kann. Um einen solchen Ort zu schaffen, arbeiten wir auf 3 Aktivitätsfeldern, die wir unter dem Dach des Forum Wissen miteinander verbinden.
Eine ganz wichtige, grundlegende Aktivität bildet zunächst die Erschließung unserer Sammlungen, denn was haben wir von mehreren Millionen Objekten, wenn niemand von ihnen weiß? Eine zweite, ebenso grundlegende Aufgabe, der wir uns stellen, ist die Erhaltung unserer Sammlungen. Wir können schon jetzt dank der Landesmittelrestaurierungsmaßnahmen finanzieren und die Depotsituation an den dezentralen Standorten verbessern. Im Forum Wissen soll darüber hinaus eine zentrale Restaurierungswerkstatt entstehen, durch die die dezentralen Sammlungen zentrale Unterstützung erhalten. Last not least wird das Forum Wissen das zukünftige zentrale Sammlungsdepot beherbergen. Es steht zur Verfügung, um heimatlose Sammlungen oder Teilsammlungen aufzunehmen, so wie hier beispielsweise die botanische Nasspräparatesammlung, oder aber auch für einzelne Objekte, für die an ihren dezentralen Standorten keine optimalen Lagerbedingungen zur Verfügung stehen. Der besondere Reiz unseres Vorhabens liegt darin, dass wir im Forum Wissen die Säule der Sammlungserhaltung und Erschließung mit der Forschung und Lehre verknüpfen, und zwar mit der interdisziplinären, objektbasierten Forschung und Lehre. Unter dem Schlagwort Materialität des Wissens wird hier eine Professur angesiedelt. Wir haben einen Antrag an das Land Niedersachsen zur Einrichtung eines niedersächsischen Promotionsprogramms eingereicht und hier sollen weitere Drittmittelprojekte verankert sein. Wir holen also Menschen hierher, die mit den Objekten unserer Sammlungen forschen und lehren, und zugleich schaffen wir die Infrastruktur, die erforderlich ist, für das fachübergreifende Arbeiten mit den Objekten. Es werden sich im Forum Wissen daher Arbeitsplätze und Seminarräume für die objektbasierte Forschung und Lehre befinden. Einen dieser Räume, gewissermaßen unser konzeptionelles Flaggschiff, möchte ich Ihnen abschließend vorstellen, zumindest die Innenseite dieses Raumes. Ich spreche vom Objektlabor, einer bisher, zumindest soweit uns bekannt ist, einzigartigen Lehr- und Forschungsinfrastruktur. Es handelt sich dabei um einen Raum, in dem sich ein gläsernes, im Viereck stehendes Hochregal befindet. Im Innern dieses Hochregals befindet sich der Arbeits- und Seminarraum. Von hier aus sind die Vitrinenfächer zu öffnen und in ihnen können für die Dauer eines Seminars oder Forschungsprojektes Objekte aus verschiedenen Sammlungen themenzentriert zusammengestellt und vergleichend untersucht werden. Der durch die Hochvitrine geschaffene Außenraum ist für die Besucher des Forum Wissen frei zugänglich. Die Vitrine lässt Ein- und Durchblicke zu. Da die in der Vitrine eingestellten Objekte nach ihren jeweiligen Fachzugehörigkeiten sortiert und angeordnet sind, gewährt die Außenansicht auf die Vitrine den Besuchern zugleich eine Übersicht über die diversen Sammlungen und ihre jeweilige Spezifik. Mit dem Objektlabor als geradezu baulichem Scharnier zwischen den Arbeitsfeldern, die wir im Forum Wissen beackern, möchte ich zum zweiten Teil unserer Präsentation überleiten und gebe das Wort an Joachim Bauer. Lassen Sie mich starten mit einer kleinen persönlichen Vorbemerkung, was ich unter Ausstellungen verstehe und auch vom Ausstellungsmachen. Beim Ausstellungsmachen, denke ich, geht es um ein paar Dinge. Es geht um Dinge im Wortsinn natürlich, mehr aber noch um Dinge im gegenseitigen Bezug aufeinander. Es geht um das Zeigen von Dingen und Blicke auf Dinge. Und natürlich geht es um Menschen, die Blicke auf Dinge werfen und Dinge, die in diesen Blicken anverwandelt werden. Es geht um das Sammeln und Versammeln von Dingen, Blicken, Themen, Fragen, um das Versammeln von Menschen an einem Ort der Dinge, an einem Ort des Wissens. Das nenne ich Museum oder hier Forum Wissen. Das Forum Wissen wird, das hat Frau Allemeyer ja sehr eindrücklich gezeigt, denke ich, ein neuer Ort in Göttingen werden. Und für uns ist das ganz wichtig in der Konzeption, dass es ein Ort des Wissens, des Lernens, des Studierens und des Forschens wird, aber auch ein Ort des Austauschs und der Begegnung, auch natürlich ein Ort der Unterhaltung in Göttingen. Ein Treffpunkt, ein Haus für alle. Die Ausstellungen im Forum Wissen bilden dabei die entscheidende Schnittstelle, Sie haben es beim Objektlabor ja den Begriff schon gehört, die entscheidende Schnittstelle der Universität
zur Öffentlichkeit, in enger Verzahnung mit den anderen Säulen des Hauses und in unterschiedlichen Formaten dienen sie als Schaufenster der Sammlungen, als Bühne für die Darstellung wissenschaftlicher Forschung, als Forum der Diskussion über die Rolle von Wissenschaft in der Gesellschaft. Sie bilden die Grundlage der museumspädagogischen Vermittlung und vielfältige Anknüpfungspunkte für die Wissenschaftskommunikation. Sie sprechen damit ganz verschiedene Zielgruppen an, klein und groß, Wissenschaftlerinnen und normale Menschen, Göttingerinnen und ihre Gäste. Als öffentliches Gesicht des Forum Wissens prägen die Ausstellungen damit wesentlich dessen Identität und Profil. Stellen Sie sich also vor, in ein paar Jahren schlendern Sie alleine oder in Begleitung, vielleicht haben Sie Gäste von auswärts dabei, vielleicht Kinder, Freunde oder Kommilitoninnen oder Kolleginnen. Sie schlendern von der Stadt kommend in Richtung Bahnhof und aus dem Augenwinkel, der hoffentlich immer weiter ins Gesichtsfeld gerät, sehen Sie das Forum Wissen. Sie gehen hinein, ein großzügiges Foyer, ein Café, ein Buchladen. Vor Ihnen liegt mit freiem Eintritt der Zugang zum Objektlabor. Zur einen Seite, von dem Sie schon gehört haben. Zur einen Seite geht es zur neuesten Sonderausstellung, zur anderen hinein in die Basisausstellung, die sich auf einer Fläche von 1200 Quadratmetern über zwei Stockwerke des Hauses erstreckt. Sie entscheiden sich zunächst für die Basisausstellung. Die Tür geht auf. Was erwartet Sie? An dieser Stelle muss ich unterbrechen, denn ganz genau wissen wir es noch nicht, was Sie dort erwarten wird. Die Entwicklung der Basisausstellung wie des gesamten Forum Wissens ist ein Work in Progress. Vieles ist noch in der Entstehung. Die überreichen Sammlungen der Universität, die die Grundlage darstellen werden, müssen mit einem neuen Blick gründlich gesichtet werden. Viele Gespräche und Diskussionen sind zu führen und die Öffentlichkeit innerhalb und außerhalb der Universität, also Sie, sollen daran teilhaben. Manches wissen wir aber schon und einige dieser Grundpfeiler unserer Ausstellungskonzeption will ich Ihnen nun also vorstellen. Was erwartet Sie also, wenn Sie das Forum Wissen in ein paar Jahren und seine Basisausstellung betreten werden? Diese Frage lässt sich im Grunde genommen auf ganz unterschiedlichen Ebenen beantworten und ich will nur drei Ebenen Ihnen kurz anreißen. Es erwartet Sie in thematischer Hinsicht eine Ausstellung, die weit über das hinausgeht, was Sie vielleicht erwarten würden. Wir beschränken uns nämlich nicht auf eine Institutionengeschichte der Universität Göttingen, wie es klassischerweise in Unimuseen getan wird. Stattdessen wollen wir das Wissen schaffen in seinen vielen Facetten und mannigfaltigen gesellschaftlichen Wechselwirkungen in Geschichte, Gegenwart und Zukunft in den Blick nehmen. Wie entsteht wissenschaftliches Wissen? Wie wird es geschaffen, verbreitet, wie wird es erhärtet? Welche Akteure und Akteurinnen sind daran beteiligt? Welche Menschen, welche Dinge, welche Konstellationen? Welche historisch stets wandelbaren Rahmenbedingungen spielen dabei eine Rolle? Und welche gesellschaftliche Funktion und Bedeutung kommt der Wissenschaft zu? Ziel ist es dabei, die Produktion, Repräsentation und Kommunikation wissenschaftlichen Wissens in ihren je räumlich und zeitlich geprägten Kontexten verständlich zu machen und insbesondere die Veränderlichkeit von Wissen und Wissenschaft dafür zu sensibilisieren. Den generellen Horizont der Darstellung, die im Grundsatz disziplinübergreifend sein wird, bildet die globale Perspektive der Neuzeit, beginnend mit der europäischen Wissenschaftslandschaft der Aufklärung. Aber natürlich kommt auch die lokale Perspektive zum Zuge, denn konkretisiert wird diese Auseinandersetzung über das Wissenschaften in der Regel an Fallbeispielen und Objekten aus der Georgia Augusta. Es erwartet Sie zweitens in konzeptioneller Hinsicht eine Ausstellung, die von einigen Prinzipien getragen ist, die nirgends in Stein gemeißelt oder sozusagen zum Auswendiglernen vorgesetzt werden, die aber doch immer wieder durchdringen sollen und auch für eine bestimmte Haltung der Macherinnen und Macher stehen. Zuvorderst ist dies eine kritische Perspektive, ein kritischer, auch selbstreflexiver Blick auf Wissenschaft und wissenschaftliche Praxis. Wir stellen Wissenschaften als dynamischen Prozess der Aushandlung und Wechselwirkung von Akteuren, Dingen, Zeiten, Räumen und Ideen dar. Die Betrachtung von Bedingungen, Strategien, auch von Machtverhältnissen ist dabei ebenso zentral wie die Absage an ein lineares Fortschrittsparadigma. Multiperspektivität ist ein weiteres wichtiges Prinzip.
Die Annahme also, dass jede Form des Wissenschaftens, jedes Thema und jedes Ding aus verschiedenen Perspektiven betrachtet werden kann und der Blickwinkel ganz wesentlich prägt, wie es gesehen wird. Schließlich ist Flexibilität und Wandlungsfähigkeit auch bei einer Basisausstellung, die ein paar Jahre stehen soll, ein Kern unserer Konzeption. Und diese Flexibilität beschränkt sich nicht auf Sonderausstellungen. Auch die stärker auf Kontinuität angelegte Basisausstellung macht sich das zu eigen. In verschiedensten Formaten werden die Ausstellungen aktuelle Forschungen, Fragen, Entwicklungen aufnehmen und sich dabei immer wieder kontinuierlich verändern, auch eigene Akzente und Themen setzen. Es erwartet Sie dann zum dritten mithin eine Ausstellung, die ein ambitioniertes und avanciertes Programm verfolgt, die dieses aber, und das ist jetzt vielleicht die gute Nachricht, mit einer populären Form der Darstellung verknüpft. Diese Darstellung, das Narrativ der Ausstellung, wie man so sagt, die erzählerische Struktur, will ich Ihnen nun noch ein wenig näher zeigen. Vielleicht waren Sie 2012 in der Jubiläumsausstellung Dinge des Wissens in der Paulinerkirche. Wenn ja, dann bin ich sicher, haben Sie die Ausstellung in guter Erinnerung. Und vielleicht erinnern Sie sich ja auch daran, an welches Grundprinzip dort verfolgt wurde. Damals standen vier zentrale Praktiken des Wissenschaftens im Mittelpunkt: Sammeln, Ordnen, Forschen und Lehren. Und unter dem Dach dieser Gliederung wurde dann eine Vielzahl an Dingen, Sammlungen, Disziplinen und Fragen ausgebreitet und zueinander in Bezug gesetzt. Die Basisausstellung im Forum Wissen nimmt nun diese Vorlage der Jubiläumsausstellung auf und entwickelt sie einen Schritt weiter. Statt Dinge des Wissens erzählen wir von und über Räume des Wissens. Die Ausstellung entfaltet sich also als ein Parcours durch 13 Räume des Wissens. Darunter sind typische Räume und metaphorische, altbekannte und ungeahnte, klassische und surreale. Ein Schreibtisch, Hörsaal, Bibliothek, ein Elfenbeinturm, Labor, Atelier. Es wird aber auch einen Holzweg geben, die Reise als Raum, der Markt, der Zettelkasten oder die Badewanne und schließlich einen Freiraum noch dazu. Diese ganz unterschiedlichen Räume des Wissens bilden die Grundstruktur der Basisausstellung. Ein Haus also mit vielen Räumen, das Forum wird zu einer Metapher der Wissenschaft in ihren vielen Facetten. Jeder Raum ist dabei verbunden mit je eigenen Fragen, Themen und Wissenspraktiken. Im Rahmen dessen werden Aspekte und Objekte aus verschiedenen Disziplinen, Sammlungen und historischen Zeiten miteinander in Verbindung gebracht. Von besonderem Reiz ist dabei sicher die überraschende Folge unterschiedlicher Raumtypen. Besucherinnen und Besucher durchschreiten diese auf einem weitgehend, wie Sie hier sehen, vorgegebenen Rundgang und entdecken bei dieser klar erkennbaren Grundstruktur hinter jeder Tür einen ganz neuen Raum. Mit dem Prinzip der Wissensräume folgt die Ausstellung einem grundlegenden Narrativ, das populär und vielschichtig zugleich ist, das eine klare Struktur vorgibt und zugleich Flexibilität bietet für eine große Bandbreite an Themen, Fragen und Interessen. In erster Linie eignen sich die Räume des Wissens aber als Prinzip für die Basisausstellung, weil sie dessen grundlegendes Verständnis von Wissenschaft auf überzeugende Weise übersetzen und vermitteln. Wissenschaft nämlich als soziale Praxis und Konstruktion, als eine Ausführung alltäglicher Handlungen, in denen Wissen kein Erkenntnisprodukt, sondern ein Prozess ist. Anhand von Räumen zu erzählen, schafft fruchtbare Möglichkeiten, die Praxen und Prozesse, die die Basis des Wissenschaftens stellen, stets eingebettet in spezifische Settings und Kontexte, in ihrer Standortgebundenheit und Veränderlichkeit, in ihrem Verhältnis zu und in ihrer Abhängigkeit von spezifischen Apparaten, Räumlichkeiten, Möbeln, Ding- und Menschenkonstellationen zu verhandeln. Was heißt das jetzt konkret? Das Tableau der Räume mit den zugehörigen Themen habe ich auf einer Folie zusammengestellt, die Sie wahrscheinlich schlecht lesen können, aber Sie werden mir wahrscheinlich gleich folgen, dass es ein reichhaltiges Spektrum an Themen sind, die wir hier einbeziehen können. Ich möchte das konkretisieren an einem einzigen Beispiel, nämlich dem Labor. Mit dem Labor, das Sie beschreiten werden, nachdem Sie sich schon durch den Elfenbeinturm gekämpft haben, vielleicht an der Badewanne vorbeigegangen sind und auf den Schreibtisch einen Blick geworfen haben,
Mit dem Labor betreten Besucherinnen einen, wenn nicht den klassischen Raum des Wissens. Vielfach erscheint nämlich das Labor als Überbegriff für alle Arbeitsräume, in welchen Wissenschaftlerinnen ihrer Forschung nachgehen. Im Wissenschaftsmuseum wird spezifischer geschaut. Im Mittelpunkt stehen das Beobachten und die Entstehung wissenschaftlicher Objektivität im Rahmen von Experimentalsystemen, früher und heute. Damit wird auch die Etablierung eines spezifisch westlich modernen Zusammenhanges von Objekt, Objektivität, Tatsache und Wahrheit in den Blick genommen. Leitobjekte der Darstellung sind entsprechend verschiedene Sehmaschinen, Mikroskope, Teleskope, sonstige Instrumente. Anhand dieser Leitfossilien der Wissenschaftsgeschichte, unter anderem von berühmten Köpfen wie Lichtenberg, Meyer, Gauss, Weber und anderen, wird die Praxis des kontrollierten Beobachtens untersucht und auch die Frage tangiert, wer eigentlich sieht in der Wissenschaft, Mensch oder Maschine. Von hier ausgehend wird der Blick geöffnet auf die Rolle des Beobachtens in anderen Disziplinen, etwa der Psychologie mit ihrer intensiven Beobachtung des Verhaltens von Menschen. In einem zweiten Schritt, auch noch im Labor, treten Meilensteine des Experimentierens hinzu, die den Akzent verschieben auf die Entwicklung spezifischer Arbeitsräume und immer differenzierterer Apparaturen zur kontrollierten Beobachtung. Ein dritter Themenbereich ist dem Lebensraumlabor gewidmet, zur grundlegenden Praxis der kontrollierten Beobachtung und den immer ausgefeilteren Apparaturen, tritt so der Fokus auf das Zusammenspiel der unterschiedlichen Akteurinnen im spezifisch geprägten Raum oder Setting des Labors. Anhand ausgewählter Fallstudien werden Praktiken, die das Labor hervorbringt, sowie Interaktionen und soziale Beziehungen von Wissenschaftlerinnen in ihrem natürlichen Habitat untersucht. Bis an die Gegenwart herangeführt, wird diese Betrachtung durch Livestreams aus ausgewählten Laboren der Universität Göttingen, wir sind ja noch auf der Suche nach Versuchskaninchen, mit denen die Orte, Akteurinnen und Apparate des kontrollierten Beobachtens jederzeit selbst beobachtet werden können. Und ein zentraler Bereich schließlich erweitert den Blick dezidiert über die Naturwissenschaften hinaus und beleuchtet experimentelle Ansätze in anderen Feldern, etwa den Geistes-, Kultur-, Sozial- und Rechtswissenschaften. Im Sinne des Spielraumkonzeptes, das bedeutet, dass wir immer auch Flächen schaffen, die flexibel Objekte hinein und wieder herausnehmen können, wo wir wechselnde Konstellationen schaffen. Im Rahmen dieses Spielraumkonzeptes können hier auch flexibel immer wieder andere Beispielaspekte und Exponate gezeigt werden. Ich will nur ganz kurz einen anderen Raum ansprechen, etwa den des Reisens. Die Reise ist auch ein Raum, der unglaublich imaginativ ist, und wo wir vieles zeigen können, nämlich die Reise als Grundlage für Forschung, aber auch als sozusagen Lebensraum von manchen Forscherinnen und Forschern, als Wissenspraktik, die immer geprägt ist von beispielsweise im Blick auf die Geschichte, globalen, kolonialen Perspektiven, globaler Machtverteilung. Die Durchdringung von Forschungsreisen und politischen, insbesondere kolonialen und imperialen Kontexten, wird beispielsweise ein Schwerpunkt in diesem Raum werden. Anhand ihrer mitgebrachten und in den Göttinger Sammlungen bewahrten Dinge, ihre Bilder und Zeugnisse beispielhaft dargestellt, werden etwa einige namhafte Expeditionen, und zwar immer, wie gesagt, vor dem Hintergrund ihrer jeweiligen geopolitischen Konstellationen. Etwa die berühmte Südsee-Expeditionen von James Cook und den Vater und Sohn Forster, die erste russische Weltumsegelung unter Adam Johann von Krusenstern oder die deutsche Himalaya-Expedition 1934. Das kann Teil sein in der Reise, genauso wie Reiseberichte wiederum ein Teil in dieser Darstellung, in diesem Kapitel sein werden. Reiseberichte, auf die etwa Johann Friedrich Blumenbach bei seiner Einrichtung des Akademischen Museums stark abgestellt hat. Und schließlich kann sich dieser Raum der Reise wiederum öffnen bis hin in die Gegenwart, nämlich zur hochmobilen Wissenschaft heute. Über Statistiken, etwa zu zurückgelegten Flug- und Bahnkilometern beziehungsweise besuchten Tagungsorten sämtlicher Göttinger Ordinarien im Jahr 2017 oder auch über persönliche Betrachtungen über das Schreiben von Aufsätzen im Zug oder im Flugzeug und inspirierende Begegnungen auf internationalen Konferenzen ergibt sich ein vielschichtiges Bild des heutigen
Wanderzirkus Wissenschaft. Sie sehen also das Prinzip, wir nehmen Kapitel, geben ihnen Raumüberschriften, die Klammern sind, um sehr Verschiedenes, verschiedene Disziplinen, verschiedene historische Zeiten und viele Fragestellungen miteinander in den Dialog zu bringen. An sich wollte ich Ihnen jetzt noch den Holzweg vorstellen, aber ich vermute, die Zeit ist knapp. Lassen Sie sich nur gesagt sein, der Holzweg ist für uns ein zentraler Raum. Man kann sagen, was hat das mit Wissenschaft zu tun? Aber wir wollen von Beginn an deutlich machen, dass wir eben, ich habe es eingangs gesagt, keiner positivistischen Vorstellung von Wissenschaft als einer klaren Entwicklung zum immer besseren, schöneren, wahren, zum immer klareren, zur klaren Erkenntnis nachhängen, sondern wir wollen auch zeigen, dass das Irren, das Mäandern, das Scheitern, die Irrwege zum Teil mit zur Wissenschaft gehören. Sie werden im Raum des Holzwegs also gescheiterte Projekte sehen, gescheiterte Experimente, vielleicht auch gescheiterte Forschungsanträge, möglicherweise gescheiterte und fehlgelaufene Karrieren und Lebenswege, die es auch in der Universität, ich vermute auch in Göttingen, zuhauf gibt. Beim Gang durch die Räume des Wissens können Besucherinnen und Besucher darüber hinaus auch ihre individuellen Interessen vertiefen, geleitet anhand von speziellen Orientierungskarten, denkbar sowohl in analoger als auch in digitaler Form, werden Sie hingewiesen auf Exponate und Themen aus den von Ihnen gewählten, Sie speziell interessierenden Disziplinen oder Sammlungen. Das heißt, unsere Herangehensweise, unser Narrativ über Praktiken des Wissens in Räumen des Wissens zu erzählen, ist nur die oberste Ebene. Aber Sie werden in der Lage versetzt werden, das Haus auch mit einem besonderen Blick zum Beispiel auf Geologie oder auf Ethnologie oder auf Kunst zu erkunden, vielleicht auch auf thematische Weise zu erkunden, wenn Sie sich etwa besonders interessieren für Fragen der Ausgrenzung in der Wissenschaft oder Göttinger Lokalbeispiele oder was auch immer. Also das heißt, dass diese Struktur bietet mannigfaltige Möglichkeiten der je individuellen Aktualisierung. Und zum Schluss möchte ich sagen, dass die Ausstellung, wie gesagt, eine Struktur darstellt, aber an zentralen Stellen flexibel ist für jeweils Aktualisierung. Wir haben den Freiraum, Sie sehen ihn hier, eingebunden in die Ausstellung. Hier soll jeweils ein Jahresthema bespielt werden. Wir haben 13 Räume zur Verfügung, aber es lassen sich natürlich viele, viele andere denken. Auch da sind wir auf Hinweise von Ihnen gespannt. Und jährlich soll dieser Raum sich wandeln als Geste an das Publikum, dass so viel mehr Themen denkbar wären, aber auch immer als Ansatz und als Anlass für neue Forschungen seitens des Forum Wissens und der Universität. Es wird geben eine Sonderausstellungsfläche im Erdgeschoss, wo sich auf etwa 400 Quadratmeter thematische Ausstellungen zu einzelnen Disziplinen, zu einzelnen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, zu Fragestellungen oder historischen Anlässen schaffen lassen, kuratiert vom Forum Wissen selbst oder auch als Übernahme von Partnerinstitutionen. Was uns besonders wichtig ist, dass auch die Universität Göttingen oder der Göttingen Campus insgesamt einen Raum des expositorischen Experimentierens im Raum, im Forum Wissen bekommt, nämlich den Proberaum. Der Proberaum ist gedacht als ein Bereich von etwa 80 Quadratmeter, wo sich Forschungsprojekte vorstellen können, wo Studierendenseminare ihren Auftritt bekommen können, wo aktuelle Fragestellungen immer wieder neu beleuchtet werden, sozusagen als eine Werkstatt des Wissens für die Universität Göttingen. Wenn Sie dann durch diese Ausstellung gegangen sein werden in ein paar Jahren, vom Obergeschoss wieder die Treppe hinab ins Foyer, dann sind Ihre Erwartungen hoffentlich erfüllt. Gehen werden Sie dann noch lange nicht müssen, denn das Forum Wissen hat noch viel mehr zu bieten. Im großen Hörsaal mit 240 Sitzplätzen werden öffentliche Veranstaltungen stattfinden, auch und gerade in Kooperation mit vielfältigen Partnern, Physikshows, Science Slams oder Ähnliches. Ein eigener Bühnenraum lädt zu Wissenssalons, Lesungen, Theaterkonzerten, Kinovorstellungen ein. Ein Café wird Treffpunkt vor, nach oder unabhängig vom Ausstellungsbesuch sein. Die unterschiedlichen, vielfach miteinander verflochtenen Funktionen und Nutzungen werden im Gebäude in ein stimmiges Raumkonzept eingebunden, mit Bereichen für die Öffentlichkeit, Bereichen für Sammlung und Forschung, aber auch mit vielen Bereichen, wo eben dieser anvisierte Austausch stattfindet.
So ist gewährleistet, so wünschen wir uns und wir sind überzeugt, dass es so werden wird, so, dass das Forum Wissen tatsächlich ein Haus für alle wird. Ich bin nicht in der Position, Sie einzuladen, aber ich freue mich sehr daran zu arbeiten, weil ich denke, dass es wirklich für alle hier in Göttingen, aber auch darüber hinaus einfach ein toller Ort werden wird. Dankeschön. Bleibt es mir jetzt eigentlich nur noch den Abschluss zu formulieren. Mit dem Forum Wissen wird die Universität ein Gesicht erhalten. Und zwar ein Gesicht, das gekennzeichnet ist durch Offenheit, Neugier und Ideenreichtum. Ganz wie es zu einer Universität passt, die in der Epoche und im Sinn der Aufklärung gegründet wurde und die diese Aufbruchstimmung in das 21. Jahrhundert trägt. Natürlich müssen wir Geld in die Hand nehmen, um dieses Projekt zu realisieren. Allein die Sanierung des denkmalgeschützten Gebäudes ist mit etwa 13,5 Millionen Euro einzukalkulieren. Dazu kommen rund 5 Millionen, um es mit den Funktionen auszustatten, über die wir eben gesprochen haben. Funktionen, die es eben zum Forum Wissen machen. Ein solches Vorhaben ist natürlich auch für eine Universität wie unsere ein wirklich großes Projekt. Und es ist nur zu realisieren, wenn es aus einem breiten Bündnis aus Kräften der Universität, öffentlicher Mittel und privatem wie unternehmerischem Engagement getragen wird. Wir sind insgesamt sehr optimistisch, dass es uns gelingt, viele Schultern zu finden, die dieses Projekt mittragen werden. Deshalb freue ich mich schon jetzt darauf, Sie hoffentlich bald ganz herzlich im Forum Wissen willkommen heißen zu können. Vielen Dank.